Ja, aber ich muss doch bestimmt an einem Ort sein, wo ich hier pfeifen kann. Oh, jetzt muss ich ja wieder. Ich muss ja hier wieder umdenken. Kann mir mal einer verraten, wo ich hier pfeifen soll? Hier sieht es doch so aus, als wenn hier ein Eingang ist. Oh Mann. Was war das? Es kam von drinnen. Naja, dann lass mal gucken. Guck mal, hier geht's doch runter. Mann, hier. Ein Busch. Agaran, nein! Götter, nein! Hauptmann Agaran, er ist tot. Wie kann er tot sein? Das hätte nicht geschehen sollen. Nichts von dem hier hätte geschehen sollen. Was ist hier los? Ich weiß es nicht. Ich hätte Hauptmann Agaran treffen sollen, doch als ich an den Höhlen vorbeikam, hörte ich einen Schrei. Ich lief rein und fand ihn blutend vor. Er starb, bevor ich fragen konnte, was geschehen ist. Agaran war ein guter Kerl. Er hatte ein solches Schicksal nicht verdient. Das ist inakzeptabel. Habt ihr gesehen, was ihn angegriffen hat? Nein, das habe ich nicht. Ihr beiden müsst gehen. Hört auf, diese Sache zu untersuchen. Nehmt eure Hilfskraft, packt eure Sachen und verschwindet aus Schwarzweite. Das wird viel zu gefährlich und ich will nicht, dass noch jemand verletzt wird. Was meint ihr? Bitte, wir vergeuden Zeit. Geht einfach. Wir müssen uns unterhalten. Ich spüre, dass Aufseher Olvar mehr weiß, als er uns erzählt hat. Das Letzte, was wir tun sollten, ist, auf seinen Rat zu hören, jetzt einfach aufzugeben. Bin ich auch der Meinung. Warum sollte Aufseher Olvar uns in die Irre führen? Der hat Dreck am Stecken. Das ist ja die große Frage. Warum? Warum? Das weiß ich nicht. Doch er scheint immer aufgeregter zu werden, je länger wir ermitteln. Ich mag mich öfter mit Geistern herumschlagen als mit den Lebenden, aber ich weiß, wenn jemand mich an der Nase herumführt. Er verbirgt etwas. Finden wir heraus, was? Wie machen wir das? Hauptmann Agarans Wunden sind frisch, was bedeutet, dass der Täter noch nicht weit gekommen sein kann. Wir haben auf unserem Weg hinein nichts gesehen. Was auch immer ihn angegriffen hat, muss folglich durch die andere Seite der Höhle rausgegangen sein. Wir sollten nachsehen, ob wir die Fährte aufnehmen können. Kommt! Weit kann es nicht gekommen sein. So, wo müssen wir denn jetzt lang hier? Warte mal, da lang? Schreibt man L2 ja so? Keine Ahnung. Weiß nicht. Ja, weiß ja, was ihr meint. Ich muss sagen, gefällt mir sehr gut hier, was ich hier spiele. Ich habe ja L2 ja dann nochmal mit ihm hier so durchgespielt hier. Das hat mir... Das war nicht so meins. Weiß ich nicht. Ich mochte die Gegend nicht. Bei mir kommt es immer auf ein Setting an. Und hier jetzt so düster mit Vampiren und so. Besser als Wüste. Deswegen, das ist wie bei Origins und Odyssey. Assassin's Creed Odyssey, ich hab gesuchtet, über 300 Stunden oder was das war nachher. Origins muss ich mir mal quälen. Ach, seht mal, so. Was auch immer Hauptmann Agaran getötet hat, muss eine unserer Fallen ausgelöst haben. Hier sind Fußspuren. Folgt diesen Fußspuren. Dieses Ding entkommt uns nicht.
Geister hinterlassen Fußspuren, alles klar. Kumpel und Kumpeline gucken Geisterakten auf Netflix. Was, Netflix? Weiß ich jetzt ja nicht. Netflix oder Prime, ich weiß es nicht. Oder was, auf YouTube? Ach, was weiß ich. Das hat auch was mit so paranormalen Zeugs zu tun. Ich halte von dem Mist nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, was haben wir denn hier? Die Liturgie des heiligen Süßkringels. Was? Achso, und die Frage zu beantworten, dann hätten wir ein paar Dings weghauen können. Ich sag mal, bei den Story-Inhalten bin ich so ein bisschen für mich alleine. Also da wird wohl eher weniger. Jeden Tag kehren weniger aus den Minen zurück. Bald werden uns die Leute ausgehen. Sie meinten, diese Arbeit wäre gefährlich. Aber mit so etwas hatten wir nie gerechnet. Bei so Story-Inhalten würde ich, wie gesagt, gerne alleine bleiben wollen. Aber wenn man jetzt, sag mal, sich so irgendwie, man kann sich ja dann einigen, dass man dann irgendwie, ja, ich sag mal hier, Verlies macht oder sowas. So, warte mal, geht hier lang. Damit hätte ich kein Problem. Das hatte ich ja seltsam. Geister brauchen keine Falltüren. Seid eins mit den Schatten. Man darf uns auf keinen Fall sehen. Oh. Warum nicht? Bin kein Schleicher hier. Und schon ja kein Schmidtchen. Ein merkwürdiger Nebel. Folgt ihm! Fand ich null Gold, Kopfgeld. What? Ist doch schön, dass da verborgen steht. Da sehe ich ja nicht mehr, was da vorne los ist. Es ist Olva. Bleibt unten. Ruhig. Hauptmann Aggaran zu töten war nicht Teil der Abmachung. Als Vampir habe ich Bedürfnisse, Olva. Das wusstet ihr, als ihr mich angeworben habt. Ich habe euch angeworben, um die Leute zu schützen. So war das nicht abgemacht. Ihr seid zu weit gegangen. Ihr wagt es, mich maßregeln zu wollen? Ihr habt nicht weit genug gedacht. Wartet ab. Aufseher Olva hat einen Vampir angestellt, um die Mine zu beschützen. Wie niederträchtig. Ich glaube, das erklärt die vermissten Arbeiter schon recht umfassend. Er muss dem Vampir Opfer im Austausch gegen den Schutz der restlichen Arbeiter geliefert haben. Doch wovor wollte er sie beschützt wissen, frage ich mich. Sollten wir alle erzählen, was wir entdeckt haben? Noch nicht. Trotz unserer einfallsreichen Detektivarbeit steht derzeit das Wort des Aufsehers gegen das unsere. Und er hat Elle schon Grund genug gegeben, uns zu misstrauen. Was wir brauchen, sind eindeutige Beweise. Dann muss sie zuhören. Und wie finden wir die? Ich glaube, die Amtsstube des Aufsehers ist auf der anderen Seite der Mine. Wir sollten dem nachgehen. Natürlich müssen wir erst einen Weg hineinfinden. Vielleicht könnt ihr das Schloss knacken oder seinen Schlüssel stehlen. Ich bin hier etwas überfordert. Okay, wir finden einen Weg. Hervorragend. Ihr seid wirklich der Diener der Gerechtigkeit, als den Feber euch bezeichnet hat. Doch seid vorsichtig. Wenn wir uns erwischen lassen, werden wir keine Gelegenheit haben, irgendetwas zu beweisen. Naja.
Jeden Tag verschwinden mehr Leute. Ich habe nicht viel geschlafen. Okay, was sollen wir jetzt machen? Da irgendwo hoch oder was? Kommen wir hier irgendwie hoch, ja? Wer ist die denn? Minenarbeiterin. Warum sind denn die Agro auf uns? Ich sage eine Kindertrommel gestorben. Ist das oben oder unten? Wieso hüpften die nicht mehr? Gottes Willen, ich bin doch... Ach du Scheiße, der kann doch nicht stehlen. Wollt ihr mir gerade die Tasche ausräumen? Ich frage mich, ob ihr immer noch so dreist seid, wenn die Wache eintrifft. Scheiße. Wo ist das Schloss? Schloss knacken, das kriegen wir hin. So halte doch wer diese Person! Meine Spitzhacke reicht nicht, um die Bestien von Schwarzweite fernzuhalten. Wieso greifen die mich denn jetzt an? 132 haben wir. Oh, Gottes Willen. Die Wache weiß, wie man mit euresgleichen fertig wird. Wie mit mir? Ach so, die sehen mich jetzt hier. Was habt ihr gefunden? Gut, machen wir mal hier. Ich warte mal kurz, dann könnt ihr euch das selber durchlesen. Euer Gesichtsausdruck sagt mir, dass ihr etwas gefunden habt. Das beweist, dass Aufseher Ulvar, mein Gott, die Minenarbeiter einem Vampir übergeben hat, damit die Mine geschützt wird. Und es erklärt, wovor er seine Leute beschützen wollte. Es reicht nicht, Ella einfach diese Beweise zu übergeben. Ich wurde angeheuert, um dieses Dorf zu beschützen. Geister oder nicht? Ich habe eine Verantwortung. Wir müssen dieses Grauen aufhalten. Also, was machen wir? Der Vampir schien Aufseher Ulvar am Ende ihrer Auseinandersetzung zu bedrohen. Vielleicht hat er eine Art von Rache geplant. Wenn ja, dann besteht die Chance, dass wir ihn auf frischer Tat erwischen können. Spüren wir ihn auf. Wir müssen die Mine untersuchen. Es muss dort einen Hinweis geben, der auf dieses Monster verweist. Brechen wir von hier auf. Dämmerdorf braucht uns. Okay. Wir raten den Hintereingang hier irgendwie was? Nee, ich hab ja keinen Hintereingang.
Eine Leiche? Das muss das Werk des Vampirs sein. Ich vermisse den Himmel. Ich wette, er konnte es nicht bei einem Mord belassen. Kann nicht gut für uns Sucht sein. Nach mehr. Der Vampir. Folgt ihm, aber lasst euch nicht sehen. Dieser Ort hat einen seltsamen Geruch. Die Wachen sollten jeden Augenblick hier sein, Einbrecher! Mein Gott, ist das nervig. Ist das nervig? Wir sind kein Dieb oder sowas, wisst ihr, und kein Schleicher. Deswegen. Der Unhold! Wir müssen ihn aufhalten. Behaltet einander im Auge. Niemand weiß, was außer uns hier unten sein könnte. Ich bin es leid, hier unten zu leben. Es kommt mir so vor, als könnte ich nicht atmen. Wo ist die denn jetzt hin? Je tiefer wir an diesem Ort graben, desto mehr Finsternis werden wir freilegen. Tiefer? Unermüdliche Bemühungen erzielen die besten Ergebnisse. Hä? Wo ist die denn hin? Wir sind weit entfernt. Verflucht sei er. So werden wir ihn nie einholen können. Wie fasst man einen Mann, der sich vor unseren Augen in Luft auflösen kann? Habt ihr etwas, womit wir ihm eine Falle stellen können? Vampire gehorchen nicht den gleichen Gesetzen wie Gespenster und Geister. Meine Werkzeuge wären wirkungslos gegen ihn. Außer Phoebes Pfeife. Habt ihr sie noch? Sie wurde entworfen, um einen Ton abzugeben, den unsterbliche Kreaturen nicht mögen. Vielleicht wird es ihn auch stören. Mal gucken. Ohne Beweise ist das unmöglich zu sagen. Doch sie wurde nicht eigens für Geister gefertigt. Insofern besteht eine Chance. Nur zu! Probiert sie aus! Das ist der einzige Plan, den wir haben. Okay. Ich mache mir Sorgen um Drewa. Mein Kopf! Da ist er lang. Folgt ihm! Mehr Leichen. Er hinterlässt eine Spur. Man kann sich ja nicht richtig umgucken hier. Los, der soll sich endlich stellen, der Schwachmat, wenn er so überheblich ist, dass er denkt, er ist Wunderwehr. Denke mal, der will uns hier rinziehen. Los, er kommt nicht davon. Blutfiole. Liste der Ziele. Ihr werdet wie alle anderen sterben. Wir haben unsere Beweise. Kehren wir nach Dämmerdorf zurück. Warte doch mal, erstmal müssen wir hier. Ne.
Alter, ich hab nichts auf meinen Dings gelegt. Jawoll. Ja, ich sollte vielleicht mal dreifach wieder her überlegen. Überlebenselixier. Nehmen wir das erstmal hier. So, wir müssen sowieso nach draußen jetzt hier. Hätten wir jetzt einfach wegrennen müssen? Nee, oder? Bin mir nicht so sicher. War doch ganz easy. Gerade so mit Hängen und Würgen überlebt, aber. So, dann mal raus hier. Alter, wir nehmen ja schon 50 Minuten hier auf. So lange wollte ich eigentlich ja nicht aufnehmen. Das sind ja schon 2 Folgen hier. Naja, mal gucken. So, nun, ihr seid es, der das Gesetz gebrochen hat. Und daher müsst ihr auch dafür die Strafe zahlen. Ja, komm. Ich weiß es zu schätzen, dass ihr das so gut aufnehmt. Na, was soll ich machen? Soll ich hier kämpfen oder was? Ich hab hier nichts gebrochen hier, die Gesetz. Am Arsch. Ich wurde gezwungen, darin zu gehen. Wir sind Detektive. Geisterjäger. Sprecht mit Elle. Lächerlich. Ihr könnt nicht einfach hier reinmarschieren und mir so etwas vorwerfen. Mein Gatte würde niemals etwas so Wahnsinniges tun. Habt ihr denn Beweise für diese Anschuldigungen? Beweise? Welche Beweise könnten sie denn haben? Ich hatte mir solche Sorgen um euch und Claudina gemacht. Ich bin froh, dass ihr heil zurück seid. An der Geschichte dazu kann ich mich später ergötzen. Geht und sprecht mit Elle. Na los, mein tapferer Lehrling. Ihr solltet die Ehre haben, Elle die Beweise zu präsentieren. Ihr habt euch gewiss sehr dafür angestrengt. Es wird Zeit, dass jeder erfährt, was für ein Mann Aufseher Olvar wirklich ist. Diese ganze Scharade ist lächerlich. Niemand wird auch nur auf ein Wort hören, das ihr sagt. Ihr und eure Begleiter bezichtigen meinen Gatten skandalöser Taten. Abmachungen mit Ungeheuern? Mord? Ich hoffe, ihr habt einen verdammt guten Grund dafür. Wir sagen die Wahrheit. Wir haben Beweise. Lasst mich das einmal sehen. Spender? Aber ich verstehe nicht. Ihr könnt doch nicht meinen... Olvar opfert meine unschuldigen Minenarbeiter einem Vampir, um für die Sicherheit aller zu sorgen? Wie kann das sein? Wie konnte ich das nicht merken? Das waren meine Leute. Aufseher Olvar hat versucht, den Vampir zur Rede zu stellen, doch es war schon zu spät. Dass er erkannt hat, dass ihm die Sache über den Kopf wächst, ist keine Entschuldigung für diesen grässlichen Handel. Das macht mich krank. Wir wollten beide unsere Leute beschützen. Doch allein der Gedanke, dass er auf so etwas Barbarisches zurückgreifen würde. Wenigstens habt ihr jetzt Antworten. Ihr habt recht. Wir hätten die ganze Zeit weiter vor einem Rätsel gestanden und Leute verloren, wenn nicht ihr und die beiden da drüben gewesen wärt. Verratet mir nur eine Sache. Habt ihr den verantwortlichen Vampir getötet? Nein, er ist ein Grom, ja. Nun, immerhin wissen wir mehr als vorher. Er wird nicht weit kommen, sobald meine Wachen hinter ihm her sind. Das verspreche ich euch. Vorrang hat allerdings, sich um meinen Tortel von einem Ehemann zu kümmern. Vielleicht sollten wir ihn als Köder verwenden. Hä, wir haben doch den... Alles ist ruiniert. Ich schwöre es euch, ich habe nur versucht, für die Sicherheit meiner Leute zu sorgen. Habt ihr Elle erzählt, was ihr gefunden habt? Das ist so aufregend! Noch ein Fall gelöst. Auch wenn wir es heute nicht mit Geistern zu tun hatten, hege ich keinerlei Zweifel, dass ihr einen feinen Geisterjäger abgeben würdet. Ihr habt ein angeborenes Talent für Nachforschungen. Elle hat mein Mitgefühl. Es ist nicht leicht, jemanden zu verdammen, den man liebt. Sie scheint es ganz gut aufzunehmen. Sie ist stark. Sie kommt schon zurecht. Auf jeden Fall war es eine Ehre, mit euch zusammenzuarbeiten. Wenn ihr jemals wieder in die Welt der Geister verstrickt werdet, hoffe ich, dass ihr uns aufsucht. Hier, nehmt dies für eure Mühen. Ihr habt es euch zweifelsohne verdient.
Wisst ihr, ich glaube, Phoebe sieht zu euch auf. Ihr seid zu einer Inspiration für sie geworden. Ich weiß, wir hoffen beide darauf, dass sich unsere Wege wieder kreuzen. Werdet ihr beide in Dämmerdorf bleiben? Vielleicht. Ich spüre hier immer noch finstere Energien. Dieser Ort bebt vor unruhigen Geistern. Aufseher Ulvar war in diesem Fall der Täter. Doch da er nun beseitigt ist, offenbaren sich womöglich die wahren spirituellen Mysterien von Schwarzweite. Seid ihr froh, dass Aufseher Ulvar geschnappt wurde? Bei meiner Arbeit ist man eigentlich nie froh. Sich um die Toten zu kümmern, ist meist eine düstere Angelegenheit. Doch das gilt wohl auch für den Umgang mit den Lebenden. Ich bin einfach nur zufrieden mit dem Endergebnis. Tja. Ihr habt es geschafft! Ich kann kaum glauben, dass das euer erster Fall überhaupt war. Ihr wart unglaublich. Ihr erinnert mich an Claudina. Ich möchte mehr so sein wie ihr beide. Furchtlos, stark, unbezwingbar. Habt Dank, dass ihr euch zum Helfen entschlossen habt. Ohne euch hätten wir das nicht geschafft. Seid ihr enttäuscht, dass wir es nicht mit echten Geistern zu tun hatten? Ja und nein. Die Möglichkeit, hier unten einem Geist zu begegnen, fand ich sehr aufregend. Das hier ist schließlich Neuland im körperlichen wie spirituellen Sinn. Doch ich bin froh, dass wir diesen Leuten helfen konnten. Es fühlt sich gut an, nützlich zu sein. Was werdet ihr und Claudina als nächstes tun? Ich bin mir da nicht so sicher. Claudina und ich reisen überall hin, wo die Arbeit uns hinführt. Doch wo wir auch landen werden, so hoffe ich doch, dass ihr uns aufsucht. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, werde ich viel tapferer sein und noch ein paar Fälle mehr gelöst haben. Alles klar. Was hat die noch zu sagen hier? Ich hoffe, unsere beiden Geisterjäger urteilen nicht zu streng über mich, weil ich ihnen so ein Dorn in der Seite war. Hätten sie sich diese Sache nicht angesehen, wäre Ulvas Treiben niemals aufgedeckt worden. Ich habe es ihnen schwer gemacht, aber sie haben Dämmerdorf nie aufgegeben. Ich stehe in ihrer Schuld. Gibt es eine Zukunft für das Bergbaukonsortium? Ich werde diese Unternehmung nicht aufgeben. Das Bitterklinge Bergbaukonsortium kommt auch ohne Ulvar gut zurecht. Und ich ebenfalls. Da wir jetzt wissen, womit wir es zu tun haben, können wir entsprechende Maßnahmen für die Sicherheit unserer Leute treffen. Wir opfern niemanden mehr. Werden euch andere Vampire angreifen, da ihr nun keinen Schutz mehr habt? Möglicherweise. Aber wir werden vorbereitet sein. Es mag nicht perfekt sein, aber besser als Unschuldige zu opfern. Ulvar dachte, dies wäre der einzige Weg, um Dämmerdorf zu retten. Er war verzweifelt und hat unbesonnen reagiert. Ich werde nicht denselben Fehler begehen. Gut, das hätten wir geschafft. Hier haben wir abgeschlossen. Sehr gut. Da hinten ist Brief an Dorbin. Ulvar, ihr Narr. Freunde der Sonne, ich würde sagen, an der Stelle mal erstmal Schluss und wir sehen uns dann hier in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin, haltet die Ohren steif und tüdelü.